ausbreiten. Ich denke, das ist es wert. Jetzt noch ein bisschen beißen und dann haben wir es gleich. Danach geht es ja im Grunde nur noch bergab. Das sollte ein bisschen einfacher sein. Also, nächster Stopp, Passhöhe. So, die Passhöhe ist erreicht. Da unten ganz in der Ferne die Hütte. Und die andere Hütte, die ich erst dazu gehalten habe. Das Tal nochmal. Da, der Gletscher. 2800 Meter sind wir jetzt hoch. Ne, da gehe ich lieber nicht hoch. Das ist nichts für mich. Schade, dass hier nicht nochmal drin steht, dass es 2800 Meter hoch ist. So, wenn man dann hier hochkommt, also von hier, dann öffnet sich dieser Blick. Das ist es, würde ich sagen. Absolut fantastisch. Weg da, der Weg da unten. Bis zur Hütte dieser Staumauer. Die ist da ganz hinten irgendwo. Ich weiß es jetzt nicht genau. Aber dieser Ausblick entschädigt für all die Mühe, hier hochzusteigen. Das ist der Berg, den wir auch von der Hütte aus sehen, nur eben jetzt von der anderen Seite. Wow. So, ich bin mir jetzt nur nicht ganz sicher. Ich nehme an, also zu La Bama muss ich auf jeden Fall. 45 Minuten, das wieder so eine kleine Hütte, so ein Kuhstall. Kann man jetzt leider von hier aus nicht sehen. Die ist da unten halt in dem Talkessel. Man geht dann später zurück, die ganze Zeit an dem Stausee lang, aber gar nicht mal den Weg, den ich jetzt, oder den wir jetzt da unten sehen, sondern noch weiter hier hinten hin. Ich frage mich bloß, wie der Weg da vorne gleich weitergeht. Eieieiei. Wie klein die Gipfel jetzt hier sind. Wie groß sah der ganze Anfang aus? Ja. Trinken wir erstmal noch einen Schluck. Und dann wollen wir mal langsam den Abstieg machen, sonst kommen wir nachher noch zu spät und müssen und kriegen die letzte Seilbahn nicht, dann muss ich das Stück auch noch zu Fuß gehen. Aber ein bisschen wird man ja noch genießen können. Fantastisch. Wie noch ich so wackeln würde.
Ein Stück vom Koll sind wir schon wieder runter, also von der Passhöhe. Die anderen Leute eben, da, die gehen den Weg runter. Aber ich meine, ich will ja zur La Barma. Mein Weg geht also hier, wenn man das noch als Weg bezeichnen kann. Ah, hier so immer lang. Ich hoffe, das ist auch immer noch der Weg. Und zack, da hat sich schon wieder ein neuer Blick aufgetan. War eben durch den Bergrücken versperrt. Ich meine, da unten. Den Weg werde ich später gehen. Das Schwierigste habe ich ja auch. Ist einfach super schön, hier jetzt runter zu gehen. Der Anfang war ein bisschen sehr steinig, ein bisschen schwierig. Die anderen, die ich eben gefilmt habe, die den anderen Weg gegangen sind, die sind jetzt auch auf diesen Weg hier raufgekommen, also die sind jetzt zusammengeführt worden. Also hätte ich im Zweifel auch da lang gehen können, das wäre wahrscheinlich ein bisschen vielleicht weiter. Aber unschwieriger. Aber was soll's, hat auch so geklappt. Und dann wollen wir mal weiter. Ja, vielleicht habe ich mich eben auch schon wieder geirrt. Vielleicht ist auch das La Barma. Letzten Endes ist es mir auch egal, was jetzt La Barma ist. Ich muss gleich wieder zurück. Richtung See gehen und dann Richtung links und von daher, was auch immer hier La Barma ist, die Richtung stimmt. Mensch, hier ging es jetzt aber auch bergab, ey. Holla, holla. Überliegenden Weg schon wieder gar nicht sehen kann. Ja, da kommen die anderen Leute, also da war ich auch gerade eben noch. Ah, ich schätze, da müssen wir drüber. Mal sehen, ob ich die Schwimmweste anlegen muss. Rüber, würde ich sagen. La Barma. Wetter. Wir machen mal die Kamera lieber aus und dann fällt die noch rein. Ja, von wo ich da oben irgendwo hergekommen bin, das ist schon gar nicht mehr zu erkennen. Das ist noch dahinter, noch höher. Und es geht immer noch weiter bergab. Aber da ist dann endlich der Fahrweg erreicht, wo es dann relativ einfach zurück zur Staumauer geht. Campen auch welche. Die Staumauer ist auch schon zu sehen. Da hinten ist sie.
10 nach 2. Also die veranschlagten 4 Stunden sind in 10 Minuten um. Erklärt sich von selbst, dass ich das nicht schaffe. Aber die 4 Stunden sind ja auch nur reine Gehzeit. Und ich denke, es ist nicht Sinn der Sache, so eine Tour so schnell als irgendwie möglich abzuschließen und dann sagen zu können, oh, die habe ich aber geschafft. Sondern man sollte die Tour natürlich auch genießen, in sich aufnehmen, für den Alltag dann, der ihn ja bald wieder hat, dass man dann daran erinnert wird, oder wenn man daran zurückdenkt, dass man dann nicht nur zurückdenkt und sagt, ja, das habe ich geschafft, sondern Mensch, das war schön, Mensch, das hat Spaß gemacht, das sind tolle Ausblicke. Und nicht hier einfach nur durchzuhuschen. Au! Dann sind wir gleich rüber. Läuft der Bach dann rein. Jawohl. Das müssen wir ja nicht unbedingt. Wir gehen dann hier rüber. Jawohl. Aber den Wasserfall können wir uns ja trotzdem hier mal angucken. Mann, dieses ewige Bergabgehen, das geht auch auf die Beine. So ein bisschen. Der Fels ausgehöhlt wird durch die Kraft des Wassers. Wetter hält. Fantastisch. Ja, dann weiter. Ja, den Rest des Weges gibt es jetzt so, hier so einen breiten Weg. Im Grunde ohne Steigung, ohne Gefälle. Zurück zur Staumauer. Da hinten ist die La Barma schon. Gemacht, war super, super. Ja, und zum Ende hin
führt der Weg hier durch diverse Tunnel, die teilweise sogar einen Lichtschalter haben. Ja, da hinten ist das Ende. Und ich glaube, ja, geht hier sogar das Licht an. Unglaublich. So, wieder zurück an der Staumauer. Jetzt ist es 3:15. Also 4,5 Stunden habe ich jetzt gebraucht. Also kommen die 4 Stunden, die da veranschlagt werden, einigermaßen hin. Wie gesagt, ein bisschen Pause habe ich ja oben auf der Passhöhe gemacht, an der Berghütte. Auch so musste ich natürlich ein paar Mal durchpusten. Aber das ist schon okay. So, und jetzt können wir auch da. Ist Les Collins. Eins von diesen Gebäuden ist unseres. Ja, das Wetter hat sich super gehalten. Mehr kann man nicht erwarten, mehr kann man nicht verlangen. Vor allem in Anbetracht, dass wir Mitte September haben. So, aber hier waren wir ja schon mal heute Morgen. Da war ja auch schon alles gut. Dann soll's das für heute gewesen sein. Ein etwas längeres Video heute, aber ich hoffe, es hat trotzdem Spaß gemacht zuzugucken und gibt vielleicht eine Anregung, diese Tour zu machen. Wie gesagt, ich habe sie in einem Tourenbuch entdeckt und ich denke, jetzt kann sich jeder davon ein Bild machen, ob das was für ihn ist oder nicht. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Teilweise ein bisschen anstrengend, aber ich bin jetzt auch nicht der sportlichste Typ der Welt. Ganz sicher nicht. Und ich habe es trotzdem einigermaßen geschafft. Wichtig ist natürlich, Verpflegung ordentlich mitnehmen, ordentlich trinken. Gutes Schuhwerk, vernünftige Socken dazu. Dass man nicht auf halber Strecke schon Fußschmerzen hat. Dann wird es natürlich Mord. Aber wenn man das so ein bisschen beherzigt, dann ist das eine wunderschöne Tour. 4,5 Stunden. Wer noch schneller geht, der schafft sicherlich auch noch ein bisschen eher. Aber wie gesagt, wie vorhin schon gesagt, das sollte kein Sport sein, wo man sagt, ich bin hier am schnellsten lang gelaufen. Man sollte sein Tempo gehen, das für sich genießen. Und dann macht das auch Spaß. Also, bis zum nächsten Mal.